Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Maus Akrobat und ja, derzeit befinde ich mich mit meiner Frau für ein paar Tage in Bayern-Österreich, habe natürlich trotzdem für euch das ein oder andere Video produziert. Beim Marathon habe ich es jetzt final nur bis zu 50% geschafft, weil ich, wie gesagt, jetzt nicht den Rest der Woche noch Zeit hatte, den zu spielen. Ich will euch trotzdem ein bisschen Gameplay von dem Panzer mitbringen. Ich hatte ihn ja eigentlich schon vorgestellt in einem News-Video von letzter Woche, wo ich ihn auch mit den diversen Panzern verglichen habe. Für mich, auch jetzt, nachdem ich ihn gespielt habe, keine großen Überraschungen. Ich würde nach wie vor sagen, vom Spielstil her ähnelt er am meisten dem Centurion 7-1, wobei der halt nochmal ein ganzes Stück mobiler ist. Er hat halt auch ein, ja, als Medium einen besseren Tarnwert. Alles in allem, ist das jetzt ein Panzer, den man wirklich braucht? Nein. Was macht an diesem Paket am meisten Sinn, beziehungsweise wo ist der große Benefit, wenn ihr das trotzdem machen wollt? Ihr kriegt eine gesamte Offspring-Crew und die hat schon zwei fertige Perks, Waffenbrüder und Reparatur, und ihr könnt dann noch einen dritten vollen Perk bekommen, also drei volle Perks mit einer Crew. Das ist natürlich für viele, denke ich, ein ausreichender Anreiz, nicht nur, dass es jetzt vielleicht für die, jetzt sage ich schon Offspring, Sabaton natürlich, für die Sabaton-Crew, denke ich, wird es einige Fans da draußen geben, aber auch für alle anderen, die vielleicht kein Fan der Musik oder der Gruppe sind, kriegt ihr halt, wie gesagt, eine Crew mit drei Perks. Das ist eine Sache, die macht auf jeden Fall Sinn, und da sollte man sich überlegen, ob man sich das entgehen lassen möchte. Das nächste, ihr habt natürlich mit dem Panzer jetzt nicht unbedingt die absolute Carry-Sau am Start, um das mal so ganz plump zu formulieren, aber auch der Centurion 7-1 ist genauso wie der Stridswagen K ein absolut solider Tank, mit dem man durchaus gut arbeiten kann. Gehört er zur oberen Leistungsspitze auf Tier 9? Nein, das hatten wir ja auch schon. Er ist im Prinzip ein solider Allrounder, ja, ich würde sagen, halt einfach ein okay Panzer, aber er hat das 8er Credit Income, das heißt, ihr verdient extra Credits. Er hat zusätzlich mehr EP, das heißt, ihr verdient mehr Erfahrung für eure Crew, und ein weiterer Bonus ist, dass ihr Anleihen wie die 10er auf Stufe 9 verdient. Deswegen ist er hier auch so in der Garage lila hinterlegt. Ihr seht aber auch schon meine Siegrate, ne? 33%. Auch das Replay, was ich euch gleich mitgebracht habe. Marathon spielen ist halt immer so eine Sache. Wenn ihr mit den richtig krassen Panzern unterwegs seid, da kriegt man schon noch so die 60% hin. Aber wenn man jetzt mit so, sagen wir mal, Durchschnittspanzern wie dem Stridswagen K unterwegs ist, ist es doch einigermaßen schwer, die Runden, auch wenn ihr eine solide Leistung gebracht habt, zu carryen. Alles in allem, wie gesagt, wenn es euch jetzt nur um einen Panzer geht, dann ist er weit weg von sowas wie einem Burrask, weit weg von sowas wie einem Progetto auf seiner Stufe. Er ist auch weit weg von einem Concept 1B oder einem Kampfpanzer 50, falls sich der ein oder andere das erhofft. Er ist, wie gesagt, ein absoluter Durchschnitts-Heavy der Stufe 9. Er kann nichts richtig gut, aber er ist halt auch er ist auch nicht richtig schlecht. Wie gesagt, 10 Grad Gun Depression und die Turmpanzerung ist okay. Mobilität ist auch okay. Alles in allem, wie gesagt, guter Durchschnitt, solider Allrounder. Mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen. Ich würde sagen, wir hauen jetzt nochmal Gameplay rein, und wer von euch sich jetzt nochmal den Vergleich angucken möchte, dem würde ich empfehlen, geht nochmal eine Woche zurück, die News zum 9er. Da habe ich auch meine Meinung dazu gesagt, wie ich das sehe, ob es jetzt wirklich Sinn macht, einen 9er Premium Panzer ins Spiel einzuführen. Jetzt ist er da, jetzt müssen wir damit leben. Und ich kann für mich persönlich nur sagen, dass ich hoffe, dass wir, wenn wir 9er Premium-Panzer ins Spiel bekommen, dass sie so auf dem Level von dem Stridswagen K bleiben. Ein paar Annehmlichkeiten wie extra Credits verdienen, extra Anleihen, alles schön und gut. Solange wir jetzt keine OP-Panzer, kein Power-Creep auf der Stufe 9 auch noch ertragen müssen, denke ich, ist das alles schicko. Ja, wir sind unterwegs, passend zu dem Panzer auf der Karte Gletscher. Oder im Game heißt sie ja Schweden, jedenfalls wenn ihr in euren Replay-Ordner schaut. Also schwedischer Heavy auf der Karte Schweden, denke ich, passt ganz gut. Keine Arti, Top-Tier, wir haben auf beiden Seiten 6 9er, der Rest dann aufgefüllt mit 8ern. Wir haben einen AE Phase 1, E50, Standard B im Gegnerteam. Das sind schon ernstzunehmende Gegner, müssen wir ein bisschen aufpassen. Und ja, ansonsten ist es natürlich mit dem
Setup dieses Panzers, wie ich ihn spiele, habt ihr ja gerade schon in der Garage gesehen. Ganz klassisches Heavy-Setup, Lüftung, vertikaler Stabilisator, Ansetzer. Ich habe ein kleines Med-Kit, großes Rap-Kit und Rationen und fahre jetzt hier tatsächlich in die Mitte, weil ich glaube, dass ich da mit meiner Gun Depression am besten arbeiten kann. Ihr seht schon, mobilitätsmäßig ist so lala. Er kommt ganz gut schnell aus dem Quark, ja, aber mit 40 km/h ist dann halt auch Feierabend. Da seid ihr dann häufig schon ein bisschen am Schleichen. Da wäre zum Beispiel der Centurion 7-1 deutlich besser. So, jetzt kommt hier der erste Panzer. Der Schuss regelt. Also die Kanone auch jetzt nicht besonders krass. Von der Genauigkeit her jetzt auch nicht so, dass die Creme de la Creme, aber alles in allem, sie tut ihren Job. Sie trifft ihre Schüsse. Wenn ihr voll eingezielt seid, muss ich sagen, hat die Kanone eigentlich auf mich jetzt die Runden, die ich gespielt habe, einen recht soliden Eindruck gemacht. Wanne muss man halt irgendwie versuchen, dass man die versteckt und ein bisschen immer rumzappeln. Der Turm hält auch eigentlich ganz gut stand, solange die Gegner nicht auf die Heat-Munition wechseln und irgendwo ja an die 290, 300, 310 Durchschlag kommen, dann könnt ihr auch mit dem Turm das ein oder andere bouncen. Kommt der leistungsmäßig an sowas wie ein AI Phase 1 ran? In meiner Welt nicht. Aber für den Oho reicht es in jedem Fall. Wir sind jetzt schon bei 1552 Schaden. Und obwohl wir so lange gebraucht haben in die Mitte, haben wir hier noch einen dankbaren Oho, der hier ganz gut rein donatet. Und das ist im Prinzip halt auch das Spiel. Ne? DPM ist jetzt auch nicht so stark. Habt ihr ja schon in meinem Vergleich letzte Woche gesehen. Von der DPM her ist er auch nur, wenn überhaupt, Mittelfeld. Da kommt er nicht ran an sowas wie einen Emil 2 oder einen E75, sondern da muss er dann schon schauen, wo er bleibt. Er braucht für die 390 Schaden schon relativ lange zum Nachladen, aber die britischen Freunde unter euch kennen das schon vom Centurion 7-1. Interessant hätte ich es jetzt hier gefunden, vielleicht, wenn man das ähnlich gemacht hätte wie beim Centurion 7-1, dass man vielleicht gesagt hätte, komm, wir geben ihm als Premium-Munition Hash. Das hätte ich vielleicht gefeiert. Wäre nochmal so ein Stück weit ein bisschen individueller das Ganze gewesen. Ihr seht jetzt auch schon hier, die Runde sieht nicht so ganz gut aus. Auch wenn wir jetzt hier einen frechen Schuss auf die Torte, auf die Entfernung gemacht haben. 1978 Schaden haben wir schon im Kasten. Aber 0 zu 5 und wir liegen gute 6000 HP hinten. Jedenfalls, wenn man der Anzeige glauben darf. Und ihr seid jetzt halt mit diesem Stritzwan K auch nicht jemand, der mal eben kurz von einer Flanke auf die andere fährt, sondern ihr müsst dann schon gucken, dass ihr von da, wo ihr operiert, halt auch einen Großteil der Karte abdecken könnt. Die Kanone kann das leisten, die Turmpanzerung, hatten wir ja gerade auch schon drüber gesprochen, kann das auch leisten. Haben jetzt hier gerade den Skorpion und den K91 gebounced. So, und ihr seht das, ne? Also, ich muss sagen, Kanone durchaus brauchbar, zuverlässig, macht die Schüsse. Da muss man jetzt aber fairerweise wieder dazu sagen, beim Centurion 7-1 hättet ihr 268 Durchschlag. Also dieses Gesamtpaket macht es halt für mich irgendwie, ne? Dass ihr die Möglichkeit habt, eine schwedische Heavy Crew zu trainieren. Das ist ja gar nicht mal so verkehrt, wenn es jetzt darum geht, für den Kranwan oder für den Emil 2 oder den Emil 1 eine Crew zu trainieren. Ihr kriegt dann halt auch gleich hier diese Offspring Crew. Die ist auf jeden Fall sehr, sehr stark unterwegs. Und ihr macht nebenbei noch Credits, verdient Anleihen. Also so, wie gesagt, dieses Gesamtpaket macht für mich schon Sinn. Und so, wenn ich das jetzt so nochmal sagen darf, so stelle ich mir eigentlich auch Premium Panzer vor. Ja, man wählt halt bewusst einen Panzer, der okay ist, der auf jeden Fall nicht zu den Top-Panzern der Stufe gehört. Dafür hat man dann andere Belohnungen, wie gesagt, wie die Credits, wie die Anleihen. Leider hat Wargaming auf Tier 8 gezeigt, dass sie diesen Weg längst verlassen haben. Und ich glaube, da wird es auch keinen Zurück mehr geben, irgendwie. Ich wüsste nicht, wie sie das machen wollen, ohne dass da dementsprechend Nerfs für bestimmte Premium-Panzer kommen sollten, kommen könnten. Und Wargaming hat ja irgendwie auch schon angekündigt, dass sie das nicht vorhaben.
Ich hoffe, dass sie bei Tier 9 den Fehler, den sie in der Vergangenheit gemacht haben, nicht wieder machen. So, wir haben jetzt hier dem Tiger 2 nochmal ein schönes Brett gegeben. Wir sind jetzt mittlerweile schon bei stattlichen 3200 Schaden. Und mein Plan war es jetzt hier, den Tiger 2 rauszunehmen. Ihr seht auch, auf so eine Entfernung kann man auch ganz gut mit der Kanone snappen, ne? Aber kommen wir nochmal zurück zu dem anderen Punkt. Ja, solange sich Premium-Panzer auf Tier 9 in dem Bereich spiegeln, habe ich persönlich überhaupt gar kein Problem damit. Ich denke, die wenigsten von euch werden damit dann ein Problem haben. Aber, wie gesagt, die Büchse der Pandora, wie das jetzt so einige andere Kollegen formuliert haben, wurde damit jetzt aufgemacht und jetzt muss man halt schauen, dass man sie irgendwie kontrollieren kann und dass da jetzt nicht dann in naher Zukunft Panzer wie sowas wie den Concept 1B oder Kampfpanzer 50 als Premium-Panzer rausgehauen werden, weil dann haben wir ein ernsthaftes Problem, wenn der Power Creep dann auch auf Stufe 9 stattfindet. Ich kann mich da nur wiederholen, für mich persönlich ist die Stufe 9 halt deswegen die schönste Stufe, weil man nach wie vor noch die größte Panzervielfalt hat. In meinen Augen ist es auch nach wie vor die am best gebalancete Stufe. Und das wäre schon sehr, sehr schade. Auch sehr, sehr schlecht für das Spiel, wenn diese Stufe dann quasi auch noch angegangen wird aus reiner Gier. Da muss man in Zukunft, denke ich, vorsichtig sein. Gerade hier nochmal mit dem Zeigefinger in Richtung Wargaming, ne? So, die Runde sieht nicht gut aus. Wir liegen 4000 AP hinten. K91 kommt mich hier pushen. Und jetzt muss ich sagen, an der Stelle habe ich jetzt den Sieg nicht mehr gesehen. Aber ich habe gesehen, wir können jetzt hier auf jeden Fall unser Ergebnis noch verbessern. Dieser K91 PT, der Turm ist ultra hart. Die Wanne ist eigentlich soft. Aber eigentlich ist die kleine Schwester von Leck mich am Arsch. So, wir sind hier beide wild am Rumzappeln. Jetzt gibt er mir endlich mal die Unterwanne. Jawohl, nehme ich dankbar an. Und ich stehe eigentlich gut, nur hinter mir kommt jetzt leider noch der AI Phase 1. Das heißt, ich muss mich jetzt hier irgendwie versuchen, noch nach hinten rauszuziehen. Backup werde ich wohl nicht mehr bekommen. Ich versuche ihn jetzt hier auf Kette zu stellen. Er schießt mir mit seiner Heat in die Spaced Armor. Umso besser, dann können wir nämlich noch einen Schuss machen. Und vielleicht kriegen wir sogar noch einen Schuss raus. Ja, ich bin jetzt hier leider alleine. Einen haben wir noch gemacht. Sind wir jetzt draußen. Aber ich denke, man hat ganz gut gesehen, ne? Der Panzer ist durchaus in der Lage, auch seinen Schaden zu machen. Ist durchaus auch in der Lage, so eine Runde dann, wenn es ein bisschen besser läuft, auch mal zu carryen. Keine Frage. Gibt's nichts dran zu rütteln. Alles in allem würde ich sagen, absolut solider Panzer. Und ich muss sagen, so würde ich mir die Premium-Panzer durchweg auch auf Stufe 8 eigentlich vorstellen. Dann hätten wir ein viel, viel, heileres Game, würde ich sagen. Ja, die Runde war eine Niederlage, zweiter Klasse. Wir haben die Tank-Sniper-Medaille bekommen. Wir haben Großkaliber bekommen. 6036 Schaden haben wir gemacht. 3630 Schaden mit der Panzerung geblockt. 13 Unterstützungsschaden und 2 Kills. Gucken wir hier ganz kurz drauf. Mit Abstand Top-Damage. Ist leider nichts geworden. Hier drüben der E50, das Objekt 777 und auch die Torte, die konnten sehr gut reinfarmen, leider muss man sagen. Gucken wir mal auf den detaillierten Report. 22 Mal geschossen, 20 Mal getroffen, 16 Mal penetriert, 3600 Schaden mit der Panzerung geblockt und ich hatte hier keine Booster, nichts an, also keine Credit Booster etc. Abzüglich der Kosten haben wir jetzt hier 70.826 Credits plus gemacht. Mit Credit Booster wäre das natürlich nochmal ein gutes Stück mehr gewesen, um die 100.000 hätten wir dann gemacht. Alles in allem würde ich sagen, absolut solider Panzer und wenn man jetzt Bock hat auf die schwedischen Heavies, wenn man vielleicht auch noch die Kranwarenreihe vor sich hat etc., dann macht dieses ganze Paket durchaus Sinn, weil man halt auch schon echt eine geile Crew dazu bekommt. Ob man jetzt Sabaton-Fan ist oder nicht, bleibt dahingestellt. Aber wie gesagt, die Crew kommt schon mit 3 fertigen Perks daher. Das ist schon eine Ansage. Ihr könnt Anleihen farmen, ihr könnt Credits farmen, ihr könnt XP farmen. Ja, das waren
Das war ja nochmal meine Vorstellung, meine Kurzvorstellung vom Stritzwan K. Wie gesagt, wer nochmal die Vergleiche sehen will, guckt sich das Video von letzter Woche an. In meinen Augen ist er ziemlich, ziemlich vergleichbar mit dem Centurion 7-1. In dem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was für euch mitnehmen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Und ich freue mich nach wie vor riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Haut rein!